willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute soll es mal um das Thema Zunehmen gehen. Es geht ja immer nur ums Abnehmen, Diät, was ist am besten, um Gewicht zu verlieren, um langfristig abzunehmen, und ich möchte heute einfach mal ein paar Tipps geben und Rezepte zeigen, wie man auch zunehmen kann, weil auch das natürlich viele Menschen wollen oder müssen aus gesundheitlichen Gründen. Und da ist es eben ganz wichtig, was isst man da, weil viele denken auch, gesund zunehmen geht überhaupt nicht, man muss dann ganz kalorienreiche, fettige Lebensmittel essen, wie Pizza, Pommes, Chips oder Süßigkeiten. Aber man kann eben auch mit der richtigen Auswahl an Lebensmitteln gesund zunehmen. Und ich selber habe ja auch schon zwei Aufbauphasen sozusagen hinter mir. Einmal wirklich eine Muskelaufbauphase und einmal während meiner Sportpause, wo ich zugenommen habe aufgrund der Hormone. Und wichtig ist eben einfach da wirklich eine richtige Auswahl zu treffen an nährstoffreichen Lebensmitteln, die aber eben gleichzeitig eine hohe Kaloriendichte haben. Und ich persönlich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich neben den drei großen Hauptmahlzeiten noch zwei, drei Snacks eingebaut habe. Und da möchte ich euch jetzt heute einfach mal ein paar Rezepte zeigen. Vorher aber zeige ich euch noch ein paar Lebensmittel, wo ich persönlich eben einfach sage, die empfehle ich immer ganz gerne, wenn es ums Zunehmen geht. Mein Tipp Nummer 1 sind eigentlich Datteln bzw. generell Trockenfrüchte. Die haben viele Nährstoffe, sind aber gleichzeitig eben auch einfach kalorienreich. Deswegen ein perfekter Snack, und Datteln schmecken zudem auch richtig lecker. Dann natürlich generell einfach Kohlenhydrate, vor allem Nudeln oder auch Reis, Milchreis. Ich sag mal so, Kartoffeln sind immer in der Diät ganz gut, weil die sehr viel Volumen auf wenig Kalorien haben, auf die Menge gesehen. Und Nudeln oder Reis sind halt einfach perfekt, wenn man sagt, ich möchte zunehmen. Dann natürlich hochwertige Öle, zum Beispiel Olivenöl. Da kann man einfach jede Speise nochmal ein bisschen anreichern mit zusätzlichen Kalorien. Wichtig ist einfach hochwertige Öle, also eine gute Qualität. Dann natürlich Haferflocken oder auch so Hafercrunchy Müsli, auch super zum Zunehmen, weil das einfach viele Kalorien hat. Und natürlich jede Menge gesunde Fette, Avocado oder auch ein Lachs, jede Art von Nussmus, verschiedene Samen, Kürbiskerne, Leinsamen, Hanfsamen und so weiter. Oder eben auch Nüsse, ganz egal welche Sorte. Und zuletzt kann man natürlich auch einfach ab und zu mit Käse das Ganze noch kalorienreicher gestalten. Ob das jetzt Parmesan ist, Feta, Mozzarella oder sonst was, kann man auch ab und zu mal ergänzen. Also das erste Rezept wird ein ganz klassischer Shake, sage ich mal. Man kann ja auch so Weight Gainer Shakes kaufen, aber günstiger, und da weiß man auch einfach, was drin ist, ist es natürlich, das Ganze selber zu machen. Denn ein Tipp ist einfach auch, Kalorien zu trinken, was jetzt nicht bedeutet, dass man sich irgendwie einen Liter Cola am Tag reinhauen soll, sondern eben auch hier wieder mit gesunden Lebensmitteln, also möglichst viele Nährstoffe mit reinbringen, aber eben auch möglichst viele Kalorien. Da habe ich jetzt hier schon mal ein paar Zutaten vorbereitet und daraus werde ich jetzt einen kleinen Masse-Zunehmen-Shake machen. Energy Balls, kennen vielleicht einige schon von mir, mache ich immer wieder, und da kann man eben auch total variieren mit den Zutaten. Mal soll es ein bisschen schokoladig schmecken oder zimtig, je nachdem wie man das will. Und ähnlich kann man auch Müsli-Riegel machen. Da gibt es schon ein Rezept auf meinem Blog für Müsli-Riegel, und auch da kann man natürlich durch Nüsse, durch Trockenfrüchte, durch Haferflocken wieder jede Menge nährstoffreiche Kalorien reinbringen. Aber jetzt wird es eben erstmal die Energy Balls geben. Also die Basis sind auch hier wieder bei mir jetzt Datteln, aber ihr könnt da auch andere Trockenfrüchte nehmen, also Rosinen, Aprikosen, was auch immer. Dann auch wieder Haferflocken, aber auch hier könnt ihr auch Dinkelflocken nehmen, Emmerflocken und was es nicht alles gibt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Und dann natürlich Nüsse oder Samen, zum Beispiel Leinsamen, Hanfsamen, Walnüsse, Cashewkerne, Mandeln. Auch da wieder, was ihr wollt. Thank you.
Rezept gibt es jetzt Nudeln mit einem selbstgemachten Pesto. Wie gesagt, Nudeln eignen sich einfach gut für eine Aufbauphase oder wenn man halt sagt, ich möchte zunehmen, weil die einfach auf die Menge gesehen schon relativ viele Kalorien haben. Das heißt, in einer Diät würde ich persönlich jetzt eher weniger Nudeln essen oder das Ganze eben zum Beispiel durch Zucchini-Nudeln strecken. Aber in einer Aufbauphase, da würde ich einfach, wenn ich Lust habe, Nudeln essen. Dazu gibt es eben ein Pesto, das werde ich auch selbst machen, was natürlich auch wieder aus vielen Fetten besteht. Fett hat viele Kalorien, aber eben hochwertige Fette, gute Fette, die einfach gesund für uns sind. Und dazu kann man sich dann noch einen Lachs machen oder auch Tofu, Tempeh, Hähnchen, Mozzarella, was auch immer man möchte, um das Ganze einfach noch mit einer Proteinquelle zu ergänzen. Und dann hat man eine vollwertige, ausgewogene Mahlzeit und eben viele gesunde Kalorien. Also ich habe jetzt hier Basilikum, aber ihr könnt genauso natürlich auch zum Beispiel Petersilie nehmen, einfach je nachdem, was euch besser schmeckt. Dann habe ich hier Olivenöl, natürlich auch eine Grundzutat von Pesto. Dann werde ich das Ganze mit Walnüssen machen, aber auch hier könnt ihr zum Beispiel auch Pinienkerne nehmen. Da gibt es ja auch viele verschiedene Pesto-Sorten. Dann ein bisschen Parmesan, Salz und Knoblauch. Und das Ganze dann einfach pürieren, entweder in so einem, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, großen Küchenmixer oder auch Thermomix, wenn ihr den habt. Oder halt so ein kleiner Standmixer, auch darin könnt ihr das Ganze machen. Und schon habt ihr ein selbstgemachtes Pesto. In der Zwischenzeit kochen schon die Nudeln, das heißt auch hier wieder ein bisschen Zeitspar-Tipp. Genau. So, das sind jetzt die fertigen Pesto-Nudeln. Ging auch richtig schnell. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze jetzt noch mit einer Proteinquelle ergänzen. Da dann eben wirklich, wenn ihr sagt, ich möchte zunehmen, nicht Mozzarella Light, sondern einfach der ganz normale Mozzarella oder vielleicht auch ein Büffelmozzarella oder eben eine andere Proteinquelle eurer Wahl. Ich habe jetzt da auch gar nicht allzu viel Pesto drauf getan, weil ich selber jetzt mich gerade nicht im Aufbau befinde. Aber da könnt ihr natürlich auch so viel drauf machen, wie es euch schmeckt oder wie ihr sagt, so und so viele Kalorien brauche ich jetzt einfach oder möchte ich essen. Und genau. So ihr Lieben, das waren 3 Rezeptideen zum Zunehmen. Ich hoffe sehr, dass sie vielleicht den einen oder anderen inspirieren konnten oder ihr sie auch mal ausprobieren möchtet. Wir lassen uns das jetzt hier erstmal schmecken und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr mich auf Instagram markieren möchtet, wenn ihr die Rezepte ausprobiert. Gerne mir auch Feedback gebt, egal ob positiv oder negativ, immer ehrliches Feedback. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann würde ich mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und meinen Videos einen Daumen da lasst. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.